Leute, und herzlich willkommen zu Q-Sticks Masters of Shadows. Erstmal sind wir hier stehen geblieben, als ich ungünstigerweise direkt schon in den ersten Blick gestolpert bin. Ja, ihr seht, da ist eine Münze. Hier sind aber allerdings zwei Guard-ähnliche Objekte, nenne ich sie jetzt mal. Oder Individuen. Ich werde übrigens heute nur noch ein Part aufnehmen, gerade wo ich aufnehme. Und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einen weiteren aufnehmen. Also ein bisschen weiter aufnehmen, meine ich. Warum? Weshalb? Ganz einfach. Mich nervt das im Moment gerade, dass ich so eine Müdigkeit schiebe. Deswegen, ja. Wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn ich doch nochmal schlafen gehe, bevor ich irgendwas weitermache. So. Münze 11. Münze 12 vermute ich irgendwo da unten. Leider. Noch kann ich umdrehen, deswegen speichere ich lieber mal hier. The captain comes by. Genau. Okay. Der steht da, den kann ich auch sonst nicht irgendwie großartig ablenken. Da im Floor ist kein... Oh man. Ich kann es mir wieder leicht machen. So. Nur das hier die Kehle zu. Das tut mir aber jetzt leid. So, die zwei Münzen habe ich schon mal auf jeden Fall auf eigener Faust gefunden. Jetzt suche ich anhand der Karte mal wieder. Das wäre dann dies. So, eins habe ich, zwei habe ich. Dann ist die drei. Die Tritress in diesem Bereich. Ich weiß allerdings nicht, ob es oben oder unten ist, deswegen muss ich tatsächlich noch mal hoch. Okay.
ich kann nämlich leider, dass es hier ist. Nein. Ist hier da unten? Ist hier das? Nein. Okay, also, wenn wir davon ausgehen, dass der Anfang, dann ist da die. Das müsste dann. Ja, moin. Jetzt nichts. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Die soll doch hier irgendwo sein. Okay, ich verstehe endgültig nichts, weil weder da unten noch hier oben ist die Münze und es soll aber hier in dem Bereich sein. Also wird es grandioserweise offeriert, sag ich mal so. Und zwar genau genommen exakt hier auf dieser Ecke. Okay, also wo auch immer das sein soll, es ist nicht einsehbar, sag ich mal so. Die letzte Möglichkeit, die natürlich noch sein kann, aber nicht ist, ist hier oben drauf. Guck, ist nicht. Ah, ich bin blind wie ein Blindfisch. Die ist ja ganz dicht hier an der Kante. Okay, somit haben wir die doch gefunden. So, 4, 5, 6 sind in dem anderen gegenüberliegenden Raum. Aber hier soll bei dem Tank noch was sein. Sand nehme ich auf jeden Fall mit. Ich speichere mal.
Ja, ich kann noch mal löschen überall. Sollte ich dennoch Alarm ausgelöst haben, ne? Dann ist es halt so. Warte mal. Ja, Artefakte stehen, Plural. Okay, wo komme ich hier raus? Okay, die Frage ist halt wirklich, wo ist denn... Warte mal. Autsch. Okay. Egal. Wir müssen anscheinend eh sowieso erstmal da sein. Weil da quasi das erste Relevante passiert. Okay. My eyes are burning. Oh. Ich kenne es. Ah, wenn wir ganz dicht rangehen. Moment. So, der hat doch auch noch eins, oder? Oder auch nicht? Okay, ich doch erstmal alles rüber.
Sehr schön, der Handlanger ist auch hier reingestolpert. Ja, so kann man auch ein Level schnell mal machen. Langsam kann ich eine kleine Linie daraus legen. Ah, nicht unbedingt mit denen, der hat ein Messer bei sich. Okay, da ist auch was. Oh, shit. Hey. Alarm! Alarm! A monster! Mal sehen, wann ich denn genügend hier reingelockt habe.
and seek, eh? Show yourself! It's a good thing to start shutting those... Anything there? Can I have heard something? Stop! Ah ja. Ich will noch nicht zu siegessicher sein. Aber es sieht relativ gut aus. So, 14. Die Hauptsache ist ja am Ende auch, dass ich alle habe, ne? Nochmal sicherheitshalber speichern. So, wir haben 15. Das heißt, 14 und 15 habe ich. 16 ist irgendwo hier. Ich glaube, ich habe 16. Ja, also 14 ist hier beim Durchgang, also das müsste. Ja, ich weiß schon, wo das sein sollte. I'll just take a quick look. Was denn los? Ach, bist du schon wieder zu müde? Na denn. So. Ein Messer und eine Flasche haben wir noch. Eine der Flaschen. So, und was ich meinte, ist halt hier hinter. Das heißt, ich muss hier vorne. Ach Gott, das wenn also dieses ganze Herumstolpern ist halt das Schlimmste daran.
Ah ja. Da. Hier lang und dann hier lang. Perfekt. So, da haben wir 16. Das heißt, wir haben schon mal diese drei auch hier in diesem Raum. Das heißt, Nummer 7 ist ja hinten in den Kreisraum, da wo wir mehr oder weniger auf dem Weg hin sind. Oh, ich kann das hier auch auslösen. Sag das mir doch mal jemand. Okay. Ach, das ist für den gesamten Raum. Okay. Ja, das ist doch dann prima. Gut, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte... Genau, ich wollte eigentlich in den Raum nochmal kurz rein, weil da ja der Schatz anscheinend zu sein scheint. Aber das Artefakt... Einmal hier. Sehr schön. Ah, okay, ich verstehe gerade. Das müsste. Das müsste an jedem Tank so einen kleinen Hebel geben quasi. Okay, verstehe. Ja gut, das. Man sieht es auch relativ gesehen. Oh. Moment. Wenn es irgendeine spezielle Kombination sein muss, bin ich aufgeschmissen. Warte. Ich guck mal ganz kurz. Von daher bis gleich. Okay Leute, es ist tatsächlich doch relativ einfach, es ist ein bisschen herumexperimentieren eigentlich. Einfach nur ein paar Knöpfe anlassen, ein paar auslassen und schwupps geht es eigentlich schon direkt weiter. Kann man sich nicht ausdenken, aber ist so. So, und beim letzten, da habe ich ja schon eine Vermutung. Kann ich auch schon ungefähr sagen, wo es ist. Kann nämlich nur da irgendwo sein. Genau. Mein Schatz. Mein Schatz. Ja, wir haben gerade die Errungenschaft mein Schatz gekriegt. Ja, ich lade mal ganz kurz neu. Da. Ich sammle alle Schätze. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich mit den Schätzen durch. Das ist schon mal eine grandiose Nachricht für mich. Jetzt ist halt nur noch die Münzen angesagt.
Und die, ganz kurz gezeigt, die letzten paar sind hier, also 8 und 9, sowie die 10. Also muss ich kurz nochmal nach oben. Na. Wie gesagt, nicht, dass ich zu faul bin, die zu suchen, aber ich suche mir hier einen Ast ab und ja. Bei anderen Spielen mache ich es wieder ganz basic, mache ich das alles selber, aber hier dachte ich mir so, okay, wäre ich sonst noch bis St. Nimmerns Tag dran. Ich sage nur Borderlands 2, hätte ich da bei jeder Sache nachgeguckt, hätte ich viele gewusst, aber wenig selber gemacht. Moment. Also ist größenwahnsinnig, aber ich versuch's, okay? Warte, ist das überhaupt hier vorne? Ja, doch. Oder auch nicht, warte mal. Doch, doch, das müsste hier sein. Nummer 1 habe ich. Für Nummer 2 brauche ich 9. Unverdammt fassbar. Was soll ich kämpfen? Ach, stimmt ja, hier kann man auch noch durch.
Und dann müsste es hier oben nichts geben. Hm. Ich kann zwar jetzt mal gucken, daher ich jetzt hier beide Räume aufgeräumt habe. Moment. 8. Bin ich zu blöd, das zu verstehen? Okay, egal was es ist, warum ich es nicht verstehe. 8, 9 und 10 muss ich dann noch holen. Get ready, Elves. It's Savior time. No, no, Rakash. Just leave them where they are. Ah, shit. All these Elves. For centuries, they've been watching me. They've been listening to me. They've been whispering in my ears, thousands of them, hissing, whistling, grumbling, never a moment's rest. I can't take it anymore. This is my chance to finish with it. Leave them where they are. I must reach the heart of the tree. They will not prevent me. Ah, the pain. It's worse all the time. Oh, my brains are gonna be mush if I can't find a way to stop it. Oh, ich sehe schon, da ist eine Münze tatsächlich. Aber ich komme jetzt noch weiter irgendwie. Okay. Ist das gut oder schlecht? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ist das jetzt gut oder schlecht? Sag's mir doch. Ich habe ein Gefühl von beides irgendwie. Okay, nein, das sieht sehr, sehr bedrohlich aus. Oder gehen sie einfach aus der Tür raus? Achso, nee. What the fuck are you doing? I was sent here by your ambassador, goddammit! We know. He took a risk by allying himself with an impure creature like yourself. By living amongst the humans, our ambassadors have been away from the tree for far too long. What they see in the amber is misleading. It is you who will bring ruin to Akinash. We will not let you out. What the fuck? Close the doors. Ich hoffe, das geht jetzt nicht als Alarm oder ähnliches. Aber das finde ich Frechheit. So, also kann ich so was sagen. This is bullshit. As soon as I get out of here, I'm gonna kill you all. You hear me, Elf? All of you. You're gonna die screaming. One by one. You hear me? My friend, I am sorry that my peers and I have a different view of things, but I beg you to forgive them.
You are close to your goal. The empty cocoon is very close. Ja, nein. Styx has not yet reached the heart, but he is not far. Ah, ich hasse sowas, ne? Be reborn and face him now. This is the last thing that you will hear. Ich lade noch mal kurz rein. Es tut mir leid. Dafür kann ich aber das dann überspringen. Aber solange ich nicht weiß, wo die anderen zwei Münzen sind, die mich so hart triggern, sehe ich es fast gar nicht. Also, wisst ihr? Okay. So. Weil ich, wie gesagt, nicht weiß. Ready, Elves. It's safe. Ah, wobei, da hinten komme ich ja eh nicht raus. Da ist eine Tür vor. Aber irgendwo muss die achte sein. Die muss ich ja vorher noch holen können. Centuries. They've been watching me. They've been listening to me. They've been whispering in my ears. Thousands of them. Hissing, whistling, rumbling. Never a moment's rest. I can't take it anymore. This is my chance to finish with it. Leave them where they are. I must reach the heart of the tree. They will not prevent me. Faszinierend. Also ich glaube, oder ich vermute zumindest. Die machen den Jackson. Okay, also nochmal das ganze Spielchen. Oder? Warte, wenn da die noch. Okay, Leute, ich mache Folgendes. Ich bin ja schon viel zu lange im Part. Ein Part nehme ich noch auf, gucke schnell, wo die achte Münze sein tut. Und dann melde ich mich gleich wieder zu Wort. Von daher, bis gleich. Also, bis in den nächsten Part, besser gesagt. Oder, ja, nee, doch, ich melde mich noch mit der achten Münze und dann melde ich mich zurück. Von daher, bis gleich. Okay, es ist mal wieder der Klassiker. Ich bin blind. Blinder als ein Fisch. Blinder als ein Vogel. Blinder als alles andere, was auf der Welt existiert. Also einfach auf der Statue. Und ja, den 10. kriegt man ja wirklich erst, wenn wir das ja hier gemacht haben. Also von daher. Ich glaube, so guck doch mal, das ist doch schon auffällig, wie die da stehen. Was ich noch machen könnte. Reicht das? Ich versuch's mal. Wird sehr lustig, weil ich wahrscheinlich einfach geportet werde. Oder es kommt jetzt, Mechanismus kann nur. Nee. So,
Jetzt guck mal, schau. Jetzt passt mal auf. Jetzt bin ich ja nicht da. Dementsprechend können und dürften sie theoretisch mich gar nicht einsperren können. Mal sehen, ob das so ist. Nur noch das ganz kurz, okay? Aber dann ist auch wirklich Feierabend und dann geht's in den nächsten Part. Weil, muss ja. Nein. What the fuck are you doing? Okay, also, ich bin dennoch hier drinne. As soon as I get out of here, I'm gonna kill you all. Gut. You hear me, Elf? All of you. You're gonna die screaming. One by one. You hear me? Nummer 9. My friend. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Von daher, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao. Tschüss.